sehen. Der mir verfolgt. Da kommen sie! Treffer hier und sie bricht! Feuer! 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 Auf dein Zeichen, Captain! Schlag eingesteckt! Feuer! Raus! Oh, drei! Feuer! Im nächsten Jahr! Feuer! Und die hätte auch Mördergranaten dabei, kann man uns nicht tun. Ja, Feuer! Ja, ein bisschen damit geworfen. Oh, da ist ein Schiff, das mich angreift. Sind bereit, Sir! Sind sogar wieder zwei. Feuer! Bereit zum Schießen! Feuer! Feindliches Feuer! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Zwei Schiffe haben wir platt gemacht, das bist du. 20, voll. Das ist ein gutes Spiel wieder. Feuer! Feuer! Machen wir es eigentlich schon noch kurz. Feuer! Feuer! Schreibt nicht nach! Zusammen! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Feuer auf den Grund! So, Metall habe ich jetzt einfach mal so erbeutet. Getroffen, Sir! Ja, passt schon. Feuer! In die Wanden, alle Segel reffen! Und... Feuer! Und, ja. Ho, 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 ho. Bereit zu feiern, Sir! Feuer! 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 Ein Wrack mehr! Noch eins. Bist du denn jetzt schon auf eins? Ich raff das nicht. Die Insel ist gesucht. Die Insel ist voll mit dem Tempel. Wo soll denn Hornigold sein? Ich meine, der kann doch nicht über die Insel, über die Karte verstreut sein oder so. Wir sehen hier nicht mal, wo unser friedliches Schiff ist hier. Alle Segel, sie verträgt das! Ach so, jedenfalls. Und Segel aufgeilen, im Druck vom Bau! Einmal drehen wir den. Einhol! Und hops! Raus hier aus der Bucht. Das Schiff werde ich aber das hier noch ändern müssen, weil sonst wird das nichts. Aber mehr dazu in der nächsten Folge. Tschüss, Freunde. Bis morgen. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed. Wir werden jetzt das Schiff ändern und dann nach der gesamten Folge von gestern, dass die wirklich mehr als schlecht verlaufen ist, werden wir versuchen noch einmal ein Schiff zu ändern, versuchen wir noch einmal Hornigold zu empfangen. Wir wissen nicht, wo Hornigold ist. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja. Na Leute, jetzt reicht's aber hier. Let's go. Ja, hallo Katzkopf, wie geht's dir? Ich springe wieder von Mann zu Mann. Einfach oder statt einfach nur einen zu töten. Also. Okay, Stift reparieren und dann weiter nach Hornigold suchen, der immer noch weg ist. Was auch immer der Mann macht, er macht's nicht richtig. Hier, blinder Beute, 50 Stoff, 10 Feuerfässer. Wir können das Kapf... nein, Quatsch. Schiff reparieren. Okay, gut. Gehen wir die Sache nochmal logisch an. Hier ist er nicht. Die Insel ist auch gar nicht mehr... Doch, die ist noch rot, aber... Der ist hier nicht. Der ist da einfach nicht. Ich weiß nicht warum, aber er ist da nicht. Hier kann er eigentlich auch nicht sein. Rick,
gesamte Royal Navy! Scheint allein zu sein, Sir! Jetzt ist die Frage, wo befindet er sich dann? Da verfolgt uns auch schon wieder ein Piratenjäger. Wir sind in diesem gefährlichen Gebiet, wo wir sein sollen. Hat er gesagt, wir sind in diesem Drachenfels und bla bla. Da, wo der Hornigold sich auch rumtreibt. Du musst ausweichen, sie will uns rammen! Der will uns rammen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo treibt er sich hier rum? Ich kann noch mal, Moment. Da hinten ist irgendwas. Also verlasse ich jetzt von Erinnerung, okay. Kreuzkopfsegel auf, Geist, auf, Geist! Lippe voraus, ausweichen, Captain! Was kommt da raus? Irgendwas muss dahinter sein. Wir sind außer Gefahr, Sir. Das ist nicht die Benjamin, okay, alles klar. Wir gehen wieder zurück. Hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir sind doch schon abgegrenzt. Wir sind also in einer Erinnerung, ja, der Hornigold muss hier irgendwo sein. Und ich glaube auch, dass er auf dem Schiff ist, obwohl die eine Mission als den Anschein hatte, als wenn er an Land gegangen wäre. Jetzt natürlich die Frage, auf welchem Schiff? Und uns bleibt nichts anderes übrig, als hier überall rumzusegeln und das herauszufinden. Ich segel mal in Richtung Maya, Stele. Maya Tempel meine ich, nicht Stele, Entschuldigung. Und schau mal, ob er vielleicht hier irgendwo ist. Ich glaube, mich wird auch gleich wieder hier dieses Nichts begrüßen, wo ich nicht durch darf. Wir segeln immer noch unter der Flagge von dem. Fällt mir gerade auf, wenn er mal hochguckt, wir haben nur noch die weiße Flagge. Raus aus dem, ja, okay. Wind! Auch hier begrüßt mich halt dieses kräftig dagegen. Sturmungeheuer. Das heißt, auch hier habe ich kein Glück mit ihm. Wir haben 36.000 Real. Guckt mal bitte da runter, das ist ja echt krass, ey. Wir wollten nur 25.000, aber dadurch, dass wir das Metall nicht hatten, haben wir immer weiter gekämpft und haben 40.000 fast gemacht. Ich glaube, wenn wir die Mission fertig haben, haben wir die 40.000, dann können wir erstmal richtig fett einkaufen. Unsere Leute wollen auch noch ein paar Frauen haben auf der Insel. Da habe ich natürlich auch kein Problem damit, die dann zu kaufen später, weil unser Schiff wirklich super ausgerüstet ist. Aber erstmal geht es daran, Hornigold zu finden, der sich gut versteckt. Ich glaube, er fürchtet den Kampf. Zumindest macht er keine Anreize, sich mit uns anzulegen. Wo bist du, Hornigold? Hm? Auch hier ist gleich wieder die Wand da. Jo, da ist sie. Aber nichts von Hornigold zu sehen. Wo ist da? Da suchen wir gleich noch so einen Kreis. Wird bestimmt vor sein oder sowas, nehme ich an. Aber noch ein Mann. Die Kampfmusik die ganze Zeit regt ein bisschen auf, muss ich mal sagen. Ist ein bisschen nervig. Ich wundere, dass ich den Mann, den ich eingesammelt habe, ich habe den irgendwie nicht erreicht. Sonst hätte ich es... Sonst hätte ich es getan. Los, Segel, los geht's! Segel an die Schuppen! Was und Tarnsegelberg! Okay, wir drehen aber ab hier, weil hier bringt das nichts. Achtet die Hauptsegel! Und segeln hier raus. Oh, ich dachte das. Okay, wir haben sich gestreift. Wo ist der? Alle Segel niederholen! Segel setzen! Bewegung. Der war nicht auf der Insel, der wird doch nicht sein. Alle Segel klar zum Aufseilen! Nehmt Druck vom Bau! Schmackes, Jungs! Ist keine Schikane! Segel setzen!
verstehe das echt nicht. Sorry, tut mir echt leid, aber ich verstehe es nicht. Wo dieser Typ sein soll. Ich werde jetzt auch nochmal auf die Insel gehen. Nehmt die Rahn auf den Wind! Rahmsegel einholen! Zieh! Zieh! Also erst werde ich die Karte nochmal studieren. Moment. Hier, wir sehen ja wieder nur ein Schiff. Das ist ein unentdeckter Ort. Vielleicht, wenn wir an diesen unentdeckten Ort hier gehen. Einholen und aufgreifen! 1000 Meter in die Richtung. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich probiere es einfach mal, weil uns gleich gehen die Optionen. Oh, da kommt schon was gegen. Jetzt gehen die Optionen eigentlich dann ganz schön aus. Aber ein größeres Schiff, das zu sein. Groß und Bramsegel! Jetzt erschenkt euch ein Mars und Tausend! Nee, ich hab vergessen, es sind niemals 1000 Meter bis dahin. Alle Segel lang! Machst du bitte? Habt ihr nicht Okay. Ich werde es jetzt so machen, ich werde diese Insel nochmal erkunden. Segel setzen! Und sollte ich Horny Gold da nicht finden, werde ich die Mission neu starten, weil ich das Gefühl habe, dass ich das Spiel eventuell Klippe vorauf, alle Segel reffen. Dann gern Spaß mit uns erlaubt gerade. Wiederholen und aufgreifen. Hauptsegel rein. Ich werde jetzt auch nicht 3 Stunden hier rumhängen, damit sie in diesen Ornigel suchen. In der Salzlage. Nur weil der zu feige ist, sich mich einfach zu stellen. So. Hier ist nichts. Kein Hornigold, kein ein bisschen Tierrennchen rum, aber das lassen wir jetzt auch mal in Ruhe. Kein Hornigold und kein Leben war auf dieser Insel zu finden. Was ja auch stimmt. Frage bleibt nur, wieso ist das so? Wieso, mein lieber Hornigold, bist du nicht hier, wo du scheinst zu sein zu müssen? Das ist das, was ich mich frage. Warum findest du dich nicht auf dieser Insel, wo hunderte deiner Männer waren? Weil ich meine, so ein Aussichtspunkt ist ja nicht umsonst mit so viel Wachen geschützt. Ne? Da standen ja etliche an Wachen für den Aussichtspunkt. Warum sollte das so sein, wenn Hornigold nicht selbst auf diesem verlassenen Stück Erde hier ist? Okay, ich werde die Mission nochmal neu starten. Das bringt nichts ein, wenn wir jetzt stundenlang nachladen. Okay. Das bringt nichts ein, wenn wir jetzt stundenlang diesen Hornigold suchen und dann im Endeffekt ist er gar nicht da. Deswegen tue ich es lieber gleich nochmal von vorne jetzt starten. Da ist Hornigold. Geht näher ran. Hä? Willst du mich verarschen? Da ist Hornigold? Feuer! Wir hängen hier. Gib ab, dass wir nicht auflaufen. Ernsthaft? Ich hab den jetzt stundenlang gesucht und jetzt werde ich einfach vor ihm gespawnt.